Kia ora koutou katoa. Oh, I think I might have just. Did I? I've done something to my headset. That's all right. We're just gonna have to live at the table. I think that. Do you want to sit in groups of like companies, governments? So, just mix it up. Is that all right with you? It's fine. Yep. Just take a seat wherever you like. Mix and match by gender or. By any method that you would like. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Well, then you. Well, I'm sitting here, so I can see the whole panel. So, yep, I am going to do that. And the only person that we're missing is the German government. The German. The German. Right. Okay, good morning, ladies and gentlemen. If you'd please take your seats in the room. Welcome to the panelists. Welcome to you all in the room. Kia ora koutou katoa. Welcome to this session on addressing terror. Willkommen an all unsere Podiumsteilnehmer. Wir sprechen jetzt über den Umgang mit Extremismus und gewaltsamen Inhalten online. Es ist mir eine Freude, dieses Podium zu moderieren. Und wir werden natürlich auch genug Zeit lassen für Ihre Fragen und Kommentare. Da kommt noch ein Podiumsteilnehmer auf die Bühne, wunderbar. Und ich werde Ihnen zu Anfang erst einmal sagen, was wir mit Ihnen vorhaben heute. Wir haben eine ganz kurze Einführungsrunde, wo sich alle TeilnehmerInnen selbst vorstellen. Dann sehen wir ein Video von Premierminister Neuseelands für ein bisschen Kontext. Und dann haben wir zwei Blöcke, wenn man so will. Zunächst einmal Verantwortung und Antworten. Das geht in eine politische Richtung. Also welche Verantwortlichkeiten gibt es? Und welche Antworten finden wir auf dieses Problem des Extremismus und Gewalt im Internet? Und dann Rechte und Risiken. Hier sprechen wir darüber, was diese Inhalte mit Menschenrechten zu tun haben und was man tun kann, um damit umzugehen. Ich denke, wir haben dann noch 20, 25 Minuten für Fragen aus dem Publikum. Und dann bitten wir alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen um Input zu den Fragen, was sind eigentlich Ihre politischen Antworten? Wie sollten wir mit solchen Inhalten umgehen? Und welche Rolle kann das IGF-Ökosystem hier spielen? Die Frage sind also Gewalt und Extremismus im Internet. Das Internet, das wissen wir, ist eine wahnsinnige Kraft für das Gute. Und zwar vor allem auch durch Kommunikation. Es gibt soziale Netzwerke und andere Plattformen, die es einem möglich machen,
den Nutzern Möglichkeiten machen, Inhalte zu generieren und sie zu veröffentlichen und großen Menschenmengen schnell zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt eben auch problematische Inhalte, extremistischer, gewaltvoller Natur. In Neuseeland gab es da zu Beginn dieses Jahres ein entsprechendes Problem, als 51 Menschen umgebracht wurden in terroristischen Anschlägen auf zwei Moscheen. Und es gab Parallelen zu dem, was passierte nach dem 11. September in den USA. Und die Frage ist, wie kann man problematische Inhalte schneller loswerden, schneller löschen als bislang? Und das ist für mich eine ganz persönlich eine interessante Frage und deshalb finde ich es auch toll, hier moderieren zu können. Ich bitte Sie nun, sich jetzt ganz kurz vorzustellen, wirklich ganz knapp in ein paar Worten, dann sehen wir das Video und dann kommen wir zur Diskussion. Bitte nehmen Sie sich ein Mikro und stellen Sie sich kurz vor. Vielen Dank. Mein Name ist Alison Lanza. Ich bin mit Menschenrechten befasst, komme aus Uruguay. Ich bin Sherry Clark aus dem Innenministerium der USA im Büro zur Prävention von Terrorismus und Terrorismusbekämpfung, Besonderes im Internet. Ich bin Fraim Fishman bei Facebook. Und bin dort verantwortlich für das, was wir tun, gegen das, was wir gefährliche Organisationen nennen, zum Beispiel terroristische Organisationen. Ich komme aus der Forschung und habe dort zu Extremismus und insbesondere dem IS geforscht. Ich bin Gründer von Watchdog, komme aus Sri Lanka und habe dort das haben wir gegründet nach den letzten Terroranschlägen. Ich bin Paul Ash aus Neuseeland. Sie werden gleich noch eine Botschaft des Premierministers hören. Und ich konzentriere mich in meiner Arbeit insbesondere auf Cyberterrorismus und digitale Sicherheit. Ich bin Courtney Gregoire. Und ich bin Digital Safety Officer von Microsoft, bin dort also mit Sicherheit befasst in unseren verschiedenen Unternehmungen. Ich bin Yupil Choi aus Südkorea. Ich werde über Korea sprechen und über die Politik meines Unternehmens im Hinblick auf Sicherheit im Internet. Mein Name ist Gerd Billen. Ich bin Staatssekretär im Justiz- und Verbraucherschutzministerium. Ich bin dafür unter anderem verantwortlich, soziale Medien zu überwachen, Prävention und Bekämpfung von Terrorismus dort. Und ich denke, dass Sie hier eine ganz wichtige Frage besprechen. Ich bin KS Pa. Ich bin in Korea Professor für Recht und ich befasse mich mit Meinungsfreiheit. Und ich war mit den Manila-Prinzipien befasst und ich denke, das ist auch sehr wichtig. Meine Aufgabe als Moderator ist es, uns sicherzustellen, dass wir uns hier an die Zeiten halten und wenn wir überziehen, dann werde ich Sie ansprechen und wenn Sie nicht aufhören, dann werde ich wirklich ganz wilde Gesten vollführen. Also es ist ein eskalativer Prozess, aber er dient uns allen, glauben Sie mir. Wir haben die Premierministerin Neuseelands eingeladen, persönlich hier zu sein, aber es war ihr aus beruflichen Verpflichtungen nicht möglich. Sie hat uns aber eine Videobotschaft aufgenommen, um uns ein bisschen Kontext zu geben. Die Internet ist eine Kraft für das Gute. Es hat eine wahnsinnige Macht, bringt uns alle zusammen, Individuen, aber auch Unternehmen, wirtschaftlich, sozial. Und ich glaube, dass dieses Podium diese Macht für das Gute besprechen sollte. Die Kommunikationstechnologien im Internet geben uns allen neue Macht, aber
Aber das Internet wirkt nicht immer nur im Guten. Und das haben wir in Neuseeland ganz klar gesehen nach den Anschlägen in Christchurch. Der Horror des Ganzen wurde nur noch vergrößert dadurch, dass der Angriff live gestreamt wurde. Das Internet wurde hier als Waffe genutzt, als Teil des Angriffes. Und wir wollten verhindern, dass das Ganze viral geht und wollten diese Inhalte löschen. Warum? Nun, wir haben eine gemeinsame Sichtweise auf diese Dinge und wir haben mit Frankreich zusammen den Christchurch Call to Action, einen Aktionsaufruf gestartet, um Extremismus und Gewalt im Internet entgegenzuwirken. Denn diese Inhalte können wirklichen Schaden anrichten. Aber gleichzeitig ist es zentral, ein offenes und freies Internet zu erhalten. Ich bin sehr stolz darauf, was wir schon erreicht haben. Mehr als 40 Länder unterstützen diesen Aufruf und auch zahlreiche große Technologieunternehmen. Und wir sind uns alle einig, dass dieses Problem nicht online gelöst werden kann. Wir bringen daher auch Organisationen der Zivilgesellschaft, der Forschung, der Regierung, der Unternehmen, der Wirtschaft zusammen, um uns hier eine Richtschnur zu entwickeln. Dieser Aufruf vom Christchurch fand statt in einem wirklich schwierigen Moment, denn wir stehen vor großen Herausforderungen im Bereich gewaltvoller Inhalte im Internet. Und wir haben verschiedene problematische Inhalte online, Hassrede, Fehlinformationen. All das, all dem muss begegnet werden. Sie wissen ja, dass Neuseeland ein kleines Land ist. Wir können Gesetze für unseres Land erlassen, aber wir können globale Probleme nicht alleine lösen. Das können wir nur zusammentun. Und daher sind Foren wie das Internet Governance Forum so nützlich. Unsere Werte, die uns vereinen, sind Respekt für die Menschenrechte, aber zum Beispiel auch internationale Gesetze gegen Terrorismus. Wir brauchen ein offenes, freies, globales Internet, um von der Konnektivität profitieren zu können. Und dafür müssen aber Regierungen und Technologieunternehmen zusammenarbeiten. Der Aktionsaufruf von Christchurch ist ein Aktionsaufruf, genau das. Wir bitten um neue Handlungen, um wirklich etwas zu tun gegen Extremismus und Terrorismus und Gewalt online. Und es gibt noch sehr viel zu tun, auch wenn wir schon einiges erreicht haben. Und zwar sowohl hier in Neuseeland als auch in der ganzen Welt. Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie mitdiskutieren. Es ist eine schöne neue Welt, in der wir leben. Aber es bleibt dennoch viel zu tun. Ich glaube, wir können aber viel erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Vielen Dank. Dankeschön. Also die Premierministerin hat über den Aktionsaufruf von Christchurch gesprochen. Sie können den online finden. Und ich bin mir sicher, dass wir darüber noch mehr hören werden. Im ersten Teil unserer Diskussion geht es um Verantwortung und Antworten. Wir fangen mit Dr. Parks an. Welche unterschiedlichen Verantwortungen haben die unterschiedlichen Stakeholder? Bitte, Sie haben das Wort. Sie haben mir ja ausreichend gesagt, dass ich wenig Zeit habe. Ich werde mich also kurz fassen und kurz vorlesen. Gewaltvolle Inhalte und extremistische Inhalte, das ist ein falscher Begriff. Es gibt online und offline sehr viel Gewalt. Schauen Sie sich nur die Spiele an, die Kinder spielen. Denken Sie an den Film A Clockwork Orange. Der Supreme Court der USA hat die Stevens-Entscheidung getroffen, die Brown-Entscheidung. Es ging um gewaltvolle Videospiele. Sie sagten, dass diese nicht verboten werden dürfen aufgrund von Inhalten. Es muss erst konkreten Schaden geben. Und solange etwas nicht schädlich ist für eine demokratische Gesellschaft und das Aufrechterhalten dieser Demokratie, kann kein Verbot ausgesprochen werden. Ich glaube, dass
wenn wir über gewaltsame Inhalte sprechen und extremistische Inhalte, wir wirklich Hassrede meinen. Und ich glaube deshalb, dass wir auch über Einschränkung, gesetzliche Einschränkung von Hassrede sprechen müssen. Dazu gibt es ja schon viel Forschung, es ist schon viel getan und dennoch sind noch Fragen offen. Die UN definieren Hassrede als Förderung von Feindseligkeit auf Grundlage von Rasse, Nationalität, Ethnie. Aber was bedeutet denn das, Feindseligkeit? Heißt es, dass es nur feindselige Einstellungen gibt oder muss es wirklich greifbare Effekte geben? Und wenn diese Hassrede nicht dazu oder nicht dazu dient oder wenn sie nicht in anderen wirklich zu Handlungen führt oder zu konkreter Feindseligkeit oder zu Unterdrückung einzelner Gruppen, ist es dann immer noch Hassrede? Und wie ist es mit Organisationen, die die Feindseligkeit fördern, die hassvoll sind, wenn man diesen beitritt, ist das schon Hassrede? Und welche Verantwortung tragen Plattformen? Ich denke, ich habe mehr Fragen als Antworten aufgeworfen, aber es ist ja gut für den Einstieg. Ja, vielen Dank für diesen durchaus provokanten Einstieg. Also Sie werden ja jetzt hören von verschiedenen Stakeholdergruppen, also Vertretern von Regierungen, der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft. Aber worum ich Sie bitten möchte, ist immer darüber nachzudenken, welche Verantwortung Ihr Bereich trägt. Und wenn Sie vielleicht kontroverse Ideen haben, was noch andere Stakeholder tun könnten, teilen Sie das gern auch mit uns. Wir fangen jetzt also mit den Vertretern der Regierung an. Paul Ash aus Neuseeland. Ja, danke. Danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier zu sprechen. Sie haben ja von unserer Premierministerin schon gehört, dass sie hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, dass Neuseeland in der Reaktion auf Christchurch nicht geglaubt hat, dass wir alleine handeln können. Natürlich hätten wir sofort Gesetze erlassen können, aber nach Christchurch hatten wir wirklich das Bedürfnis, uns anzuschauen, welche Optionen wir eigentlich haben und einmal das mit Bedacht zu tun. Das heißt, dass wir uns auch schnelle neue Gesetze mal beiseite gelassen haben, weil wir einfach eine bessere Wissensgrundlage haben wollten. Wir wollten besser mit anderen zusammenarbeiten, um letztlich bessere Gesetze zu erlassen in diesem Bereich. Wir waren überzeugt, dass wir hier auf einem schwierigen Terrain bewegen. Wir kennen uns noch nicht aus. Und neue Regulierung kann immer auch unerwünschte Effekte haben, wenn man nicht alle Aspekte mit bedenkt. Und deshalb haben wir diesen Aktionsaufruf gestartet. Er ist fokussiert mit einem klaren Ziel. Und es ging um eine konkrete Frage. Eine Person hat 51 friedliche Betende ermordet und hat das live in der ganzen Welt verbreitet. Es wurden also auch Plattformen missbraucht, um diese Inhalte zu verbreiten. Daher haben wir mit anderen Regierungen zusammengearbeitet, die sich auch Gedanken machten um ihre öffentliche Sicherheit. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir ganz verschiedene Perspektiven auch aus der Zivilgesellschaft hatten. Zum einen haben wir freie Meinungsäußerung und ganz auf der anderen Seite haben wir Gruppen, die Opfer vertreten.
Und diese Gruppen muss man irgendwie alle vereinen. Somit kamen wir also zum Aktionsaufruf von Christchurch. Es geht dabei auch um die traditionelle Rolle und Verantwortung von Regierung, also Regulierung, öffentliche Sicherheit, den Gesellschaftsvertrag verteidigen und sicherstellen, dass wir als liberale Demokratien, denn das sind die Länder, die hier mit uns zusammenarbeiten, sich für die Menschenrechte, für das Völkerrecht einsetzen, und zwar jederzeit. Außerdem haben wir mit Unternehmen zusammengearbeitet an den Dingen, die ihre Verantwortung sind. Das heißt zunächst einmal, dass die eigenen unternehmensinternen Standards umgesetzt werden müssen, und dann braucht man Tools, um die Verbreitung solcher Inhalte zu verhindern. Und dann ging es auch darum, dass es notwendig ist, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich das, worauf es ankommt. Wir haben sehr viel schon gelernt, und ich denke, das gilt auch für Unternehmen. Und auch von der Zivilgesellschaft haben wir viele wertvolle Informationen erhalten. Es gibt ja keinen Babelfisch, der vermitteln kann zwischen uns allen. Das heißt, wir müssen auch immer wieder uns bemühen, uns gegenseitig richtig zu verstehen. Und das tun wir ja jetzt auch hier auf diesem Podium. Danke, Paul. Nun hören wir von Staatssekretär Billen aus Deutschland. Was ist denn das Ziel eines solchen Extremismus? Was möchte der Extremismus? Nun, es gibt wohlfinanzierte islamistische, aber auch rechtsextremistische Gruppen, die unsere Demokratie zerstören möchten. Die versuchen, unseren pluralistischen Ansatz zu zerstören. Und sie versuchen das, indem sie Menschen angreifen, einzelne Menschen, nicht alle, sondern zum Beispiel Journalistinnen vor allem, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, Menschen, die sich in der Zivilgesellschaft einsetzen, aber auch Menschen, Vertreterinnen und Vertreter verschiedener religiöser Gruppen. Sie möchten diese Menschen mundtot machen. Sie möchten, dass die Menschen aufhören, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung auszuüben. Und das war für uns der Ausgangspunkt unserer Überlegungen. Was können wir tun gegen solche Angriffe auf unsere Gesellschaften? Wir sprechen mit den Plattformen, mit der Zivilgesellschaft und anderen Partnerinnen und Partnern. Und vor ein paar Jahren haben wir diesen Prozess begonnen. Wir haben die Plattformen, die sozialen Medienplattformen gefragt, was ist denn eure Aufgabe, was tut ihr? Und ich denke, das hat sich seitdem nicht geändert. Damals sagten jedenfalls diese Plattformen, dass sie Technologieunternehmen seien. Sie sind einfach Unternehmen, sie verfolgen einen unternehmerischen Zweck. Und wir würden aber sagen, dass sie nicht einfach nur reine Unternehmen mit unternehmerischem Zweck sind, sondern sie haben direkte Einflüsse auf unsere Demokratien, auf die Art und Weise, wie wir zusammenleben, und ein Missbrauch dieser Plattform hat auf unser tägliches Leben durchaus Auswirkungen. Und wir haben sie gefragt, was macht ihr denn? Wir in Deutschland sprechen übrigens über Hassverbrechen, nicht über Hassrede. Es ist nicht verboten, jemanden zu hassen. Ich kann Ihnen auch sagen, hey, ich hasse Sie. Aber wenn es das Strafrecht betrifft, dann sieht es ganz anders aus. Also Hassverbrechen. In Deutschland darf man beispielsweise den Holocaust nicht leugnen. Das ist verboten. Man kann sagen, dass der Holocaust nie passiert sei, aber dann kann man angeklagt werden und verurteilt. Also, die Unternehmen haben gesagt, wir haben unsere eigenen Standards, sogenannte Community-Standards. Und auf deren Grundlage können Inhalte gelöscht werden. Sie löschen kriminelle Inhalte innerhalb von 24 Stunden.
Und dann haben wir verdeckt Beschwerden abgesetzt an diese Plattform. Wir haben also ein Unternehmen beauftragt, das sich damit auskennt, und dieses Unternehmen hat Beschwerden an Facebook und Google und Twitter abgesetzt, und tatsächlich gab es eine gute Reaktion, die Inhalte wurden gelöscht. Aber wenn ich das Gleiche mache als ganz normaler Bürger, dann kommt selten eine Reaktion. Und das heißt aber auch, dass die Unternehmen ihrem Versprechen nicht nachkommen. Dann haben wir ein neues Gesetz geschaffen, das diese Plattformen verpflichtet, Transparenzstandards zu verbessern. Wie viele Beschwerden erhalten Sie? Zu wie vielen Löschungen führt das? Warum und auf welcher Grundlage löschen Sie Inhalte oder nicht? Wir haben um konkrete Zahlen und Informationen gebeten. Gibt es ein Managementsystem für diese Beschwerden? Wie wird damit umgegangen? Zu Beginn war mein Eindruck, dass da zum Beispiel bei Twitter es wirklich kein sinnvolles System gab. Es wurde nicht genug Geld ausgegeben, es gab nicht genug Personal für den Umgang mit diesen Beschwerden. Die Plattform wurde nicht systematisch gesäubert sozusagen. Und dann haben wir eine klare Entscheidung getroffen. Die Grundlage für eine Löschung in Deutschland muss unser Strafrecht sein. Diese Community-Standards, kein Parlament hat jemals darüber beschlossen, ob das angemessen ist. Also wir bewegen uns hier vielleicht im Privatrecht, aber wir leben in einer Demokratie und da kann niemand einfach private Regeln und Gesetze erlassen. Das kann nur das Parlament. Das heißt für uns, dass die Plattformen transparenter sein müssen und dass aber auch, wenn ein Inhalt gegen das Strafrecht verstößt, dieser gelöscht werden muss. Wir sehen nun Folgendes. Dieses neue Gesetz könnte uns helfen, die Aktivitäten besser zu überwachen und bessere Informationen erhalten. Wir arbeiten jetzt mit der französischen Regierung zusammen. Wir möchten der Europäischen Union einige Vorschläge machen, denn wir denken, dass sinnvollerweise solche Regeln auf europäischer Ebene erlassen werden. Die Europäische Union kann ein Gesetz zu digitalen Dienstleistungen und zu Online-Handel erlassen. Bei unseren aktuellen Richtlinien, den europäischen Richtlinien zu Online-Handel, da ist noch Luft nach oben. Und zweitens ist wichtig, dass die Opfer mehr Aufmerksamkeit erhalten müssen. Sie müssen bessere Unterstützung erhalten. Personen werden im Internet bedroht, aber auch offline. Und wenn sie sich an die Polizei wenden, dann sagt die Polizei, hören Sie oft, es ist ja nur im Internet. Das ist ja kein echtes Problem, kein reales Problem. Aber wir haben jetzt ganz schlechte Erfahrungen in Deutschland gemacht, im Frühsommer in diesem Jahr, als ein Politiker erschossen wurde, ermordet wurde von jemandem, der seine Daten über das Internet erhalten hat und der sich im Netz radikalisiert hatte. Es geht also nicht nur um die Löschung von Inhalten, sondern es geht auch um Unterstützung von Personen, von bedrohten Personen. Einige Journalisten können zum Beispiel nicht in ihren Häusern wohnen bleiben, weil ihre Adresse und mit Foto der Haustür online stehen. Dann muss man herausfinden, wer die Täter im Netz sind. Wer sind die Personen, arbeiten sie für Organisationen und welche sind das? Ich komme gleich zum Ende. In Deutschland nutzen zwar Millionen von Menschen Facebook, Twitter, Google, aber die meisten sind absolut friedlich.
Es sind nur ein paar tausend Menschen, die vielleicht wirklich Interesse daran haben, unsere Gesellschaft zu spalten, zu zerstören. Und ich bin wirklich sehr interessiert daran, welche Erfahrungen die Zivilgesellschaft hat, was aber auch die Unternehmen zu sagen haben zu diesem Thema. Denn bei uns ist immer noch die Frage, wie setzen wir die Gesetze durch, wie können wir freie Meinungsäußerung im Internet schützen und dann aber auch offline. Vielen Dank. Jetzt Sherry Clark aus den USA, bitte. Dankeschön. Ich bin ein bisschen erkältet, deshalb ist meine Stimme etwas belegt. Ich hoffe, Sie können mich trotzdem gut verstehen. Ich möchte im Namen der US-Regierung ein paar Worte zu diesem Thema sagen und erklären, wie wir es angehen. Wir haben einen holistischen Ansatz, der die ganze Gesellschaft mit einbezieht. Wir konzentrieren uns nicht nur auf kurzfristige Löschung, sondern auch auf den Aufbau langfristiger Resilienz gegenüber terroristischen Inhalten. Wir haben eine Politik, die sich an den gleichen lang etablierten Richtlinien enthält. Das ist zum einen unsere Verfassung und dementsprechend auch freie Meinungsäußerung, die wir im ersten Amendment enthalten haben. Und wir haben selbstverständlich auch eine internationale Verpflichtung den Menschenrechten gegenüber, die ganz zentral ist. Wir arbeiten stets hart daran, gegen Extremismus online vorzugehen. Und das beinhaltet auch Aktivitäten, die Terrorismus unterstützen. Und wir schützen gleichzeitig Menschenrechte und freie Meinungsäußerung. Wir müssen aber nicht Inhalte löschen, solange sie nicht klar gegen Gesetze verstoßen, wie zum Beispiel in Form von Kinderpornografie. Inhalte, die aber nur einen Glauben oder eine Ideologie verbreiten, und das sind oft extremistische Inhalte, diese Inhalte sind nicht zwingend gegen das Gesetz und somit geschützt von unserer Verfassung. Das zweite Leitprinzip, das ich gerne ansprechen möchte, ist, dass wir uns sehr stark verlassen auf die Zusammenarbeit mit den Technologieunternehmen bei anderen Inhalten. Und derzeit bevorzugen wir das gegenüber neuen Gesetzen. Wir können die Unternehmen nur darin unterstützen, ihre eigenen Standards durchzusetzen. Und das heißt natürlich, dass die Plattformen keinen Platz bieten sollten für terroristische Inhalte und extremistische Inhalte. Wir sind auch bemüht, besser Informationen zu teilen mit den Unternehmen. Wir sprechen zum Beispiel über generelle terroristische Trends und Taktiken, um die Unternehmen bei der Löschung und bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Ich denke, dass wir durchaus Fortschritte machen. Und das gilt insbesondere auch für die Branche. Wir haben zum Beispiel die Organisation Tech Against Terrorism, Technologiebranche gegen den Terrorismus. Und da schließen sich Unternehmen zusammen, um dagegen zu kämpfen, dass ihre Plattformen missbraucht werden. Oder sie unterstützen auch kleinere Plattformen, die vielleicht gar kein Verständnis für diese Themen haben. Und drittens, und das ist mein letzter Punkt, wir glauben, dass Zensur und Unterdrückung nicht das geeignete Mittel sind, um gegen dem Terrorismus online entgegenzuwirken, sondern mehr freie Rede und demokratische Rede. In den USA sind wir überzeugt, dass es wichtig ist, langfristige Resilienz gegenüber terroristischen Botschaften aufzubauen. Und das heißt, dass man kritisches Denken lernen muss und ein Bewusstsein für öffentliche Sicherheit. Das funktioniert durch Bildung und durch Einbeziehung der Gemeinschaften. Das heißt ganz besonders der Zivilgesellschaft, aber auch Unternehmen. Wir sind der Meinung, dass ein Verbot
kontraproduktiv sein kann. Denn dann verlagert sich eventuell diese Rede, diese Hassrede in andere Bereiche und untergräbt unsere Arbeit gegen den Terrorismus. Einige Regierungen nutzen auch angebliche Aktivitäten gegen den Terrorismus, um Dissens klein zu halten oder andere für sie politisch unerwünschte Aktivitäten. Für uns bedeutet Extremismus eben selbstverständlich auch rechtsradikale Inhalte. Und wir haben mit ehemaligen, mit Aussteigern gesprochen und sie sagen, dass Zensur durch die Regierung ihnen absolut in die Hände spielt, weil sie damit nur ihre eigene Erzählung immer weiter bestärkt sehen. Zuletzt möchte ich sagen, dass eine übergreifende Zusammenarbeit, wie zum Beispiel in diesem Forum, sehr, sehr hilfreich ist. Gewalt, Extremismus, wir haben hier ja immer verschiedenste Definitionen, aber ich kann nur sagen, dass wir in den USA Hassrede unterscheiden zwischen Hassrede und gewaltsamen Extremismus. Wir konzentrieren uns auf Gewalt und Aufrufe zur Gewalt. Wir möchten nicht Gedanken und Worte zensieren, es sei denn, es geht wirklich um konkrete Gewalt. Vielen Dank und danke für diese drei sehr unterschiedlichen nationalen Ansätze. Man sieht auch, was sie für unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen haben, wo sie die Verantwortung sehen. Vielen Dank. Ja, wir beginnen jetzt mit Yinping Choi aus Macau. Und wenn Sie sich jetzt kurz halten könnten, dann wäre das sehr hilfreich. Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man versteht, dass jedes Unternehmen und jedes Land seiner Kultur und seinem sozialen Kontext unterliegt. Und wir sind ein Plattformunternehmen, das soziale Netzwerke und auch Messenger-Dienste anbietet. Also Kakao unterliegt der Anforderung zur Selbstregulierung. Wir sind ein Diensteanbieter und wir müssen uns natürlich an das geltende Recht halten. Und wir versuchen, unsere Nutzer zu schützen vor schädlichen Inhalten. Und das bedeutet, dass wir eben die Personen, die bei uns ein Konto einrichten und Inhalte hochladen, tatsächlich schützen. In Korea ist es so, dass die Regierung sehr stark reguliert. Und wir haben KISO. Also KISO, das koreanische die koreanische Internet-Selbstregulierungsverpflichtung, könnte man es übersetzen. Und das ist das Instrument, mit dem Nutzer unterstützt werden sollen, also durch KISO. Was am wichtigsten ist, um eben die Verbreitung solcher schädlichen Inhalte zu verbreiten, ist, alle mit an Bord zu bekommen. Das bedeutet, dass die Nutzer selbst mitwirken, indem sie solche Inhalte dann melden. Und dann und deshalb fordern wir unsere Nutzer dazu auf, das auch zu tun. Des Weiteren klären wir unsere Nutzer auch darüber auf, was schädliche Inhalte sind. Und wir geben ihnen auch die Informationen an die Hand, die sie brauchen. Wir sind eine ähnliche Dienstleistung wie zum Beispiel Yahoo. Und das bedeutet, wir ermöglichen auch Meinungsäußerungen und Meinungsaustausch unter den Nutzern. Aber es gibt natürlich
große soziale Probleme, die von bestimmten Nutzern hervorgerufen werden, die es eben für schlechte Zwecke nutzen, zum Beispiel indem sie andere Menschen degradieren. Das heißt, wir sehen, dass es bestimmte unerwünschte Nebenwirkungen unserer Kommentarfunktion gibt. Und natürlich ist es so, dass wir auch Unterhaltungsangebote anbieten, aber eben auch Informationen dazu, die zusammenstehen im Zusammenhang mit dem, was wir tun. Wir versuchen dann auch sehr schnell zu reagieren auf soziale Veränderungen, die sich auch in den vielfältigen Äußerungen unserer Nutzer widerspiegeln. Gleichzeitig sichern wir die Rechte unserer Nutzer und versuchen Wege zu finden, eine gute Balance zu finden zwischen den verschiedenen Interessen. Also auf diese Weise erfüllen wir unsere soziale Verantwortung. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes hören wir von Brian Fishman, der zwei Funktionen hat. Er ist bei Facebook und er ist auch bei der AECT. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich möchte ganz kurz einmal beschreiben, welchen Ansatz Facebook verfolgt bei diesen Themen. Als aktueller Vorsitzender des Internationalen Forums gegen die Terrorismusbekämpfung online möchte ich dann auch noch etwas berichten. Das ist natürlich ein Thema, mit dem sich sehr viele von Ihnen hier im Raum beschäftigen. Und wir sind auch in gewisser Weise in einem Übergangsprozess und daher interessiert Sie vielleicht auch, in welche Richtung sich unsere Organisation bewegt. Was jetzt erst einmal Facebook angeht. Nun, wir haben uns eine Politik gegeben, eine Unternehmenspolitik gegeben zum Umgang mit terroristischen Organisationen, mit kriminellen Organisationen und mit hassverbreitenden Organisationen. Und gegenüber diesen Gruppen haben wir ja gewisse 5 Vektoren. Zunächst einmal setzen wir unsere Community Standards durch. Das heißt, das sind ja die Nutzungsbedingungen. Dann arbeiten wir mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, wenn es zum Beispiel Informations- oder Auskunftsverlangen gibt. Und dann ist der dritte Punkt, dann wir unterstützen eben die Gegenrede, gegen Hassrede. Das heißt, wir unterstützen zum Beispiel die Zivilgesellschaft, wenn sie sich gegen diese, wenn sie diesen Inhalten etwas entgegenstellt. Der vierte Punkt, wir passen auch auf die Facebook-Leute auf, die tatsächlich diese entsetzlichen Kommentare, diese teilweise wirklich hässlichen und sehr gewalttätigen Inhalte sich ansehen müssen, um diesen Prozess dann für sie zu erleichtern. Und der letzte Punkt ist dann unsere Bemühung, auch mit der übrigen Industrie zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, indem wir bestimmte Instrumente zur Verfügung stellen und so weiter. Das ist ein Bereich, in dem kein Wettbewerb in dem Sinne besteht. Wir möchten, dass andere Plattformen sowohl von unseren Fehlern als auch von unseren Stärken lernen können. Und mein Team ist wirklich verantwortlich für diese 5 Vektoren, aber es gibt noch viele weitere Themen. Wir haben unsere Ingenieurs, wir haben unsere operationellen Teams, wir haben dann diejenigen, die den ganzen Tag nur Politikempfehlungen schreiben. Was unser Team tut, ist, dass wir verschiedene Experten mit in den Prozess geholt haben, die nicht von Facebook kommen, und wir koordinieren die verschiedenen Bemühungen des Unternehmens und gerade auch mit denjenigen, die sich wirklich mit bestimmten Themen besonders gut auskennen. Und wir versuchen halt wirklich eine abgestimmte Gesamthandlung darzustellen. Wir haben mehr als 3500 Menschen in der Welt, deren Arbeit letztendlich darin besteht, sich mit Terrorismus und so weiter auseinanderzusetzen. Wir haben 15.000 Menschen, die tatsächlich die Inhalte überprüfen. Die kommen noch hinzu. Das heißt, das ist wirklich eine enorm hohe Zahl. Das möchte ich wirklich einmal herausstellen, einfach weil diese riesige Herausforderung praktisch von jedem unterschätzt wird, bei ungefähr jedem, der nicht im Unternehmen selbst arbeitet. Auch ich hatte davon keine Ahnung. Ich war einer der Ersten, der sich wirklich
mit ISIS, mit den Menschen, die später den IS gebildet haben, auseinandergesetzt hat. Das war schon sehr früh, zwischen 2005 und 2007. Und auch damals, als ich in diesem Bereich gearbeitet habe, war mir nicht klar, wie groß diese Aufgabe ist. Und dann stellt man fest, wie viel Inhalte da verbreitet werden. Und ich möchte wirklich jedem hier im Raum klar machen, dass wir in den letzten 6 Monaten alleine, in 6 Monaten, die Ende Oktober aufgehört haben, dass wir mehr als 10 Millionen Inhalte gelöscht haben, die terrorismusspezifisch unsere Community Standards verletzt haben. Das heißt, das ist enorm viel. Und wir möchten jetzt hier gar nicht in dem Sinne zensieren, wo wir nicht übereinstimmen mit bestimmten Personen. Aber es gibt Propaganda des IS und so weiter. Und manchmal wird das auch von Medienorganisationen weitergegeben. Und solche Entscheidungen auf die globale Ebene zu heben, kann man nur, wenn man den Kontext wirklich im Hintergrund behält. Es muss einem klar sein, dass man auch noch in verschiedenen Ländern mit verschiedenem kulturellen Kontext operiert. Das ist schon für Menschen schwierig, für Maschinen ist es noch schwieriger. Das heißt, wir haben wirklich ziemlich fortgeschrittene künstliche Intelligenz und Maschinenlernen und wir haben davon gesprochen, wie schwierig das schon allein aufgrund der verschiedenen Sprachen ist. Und das möchte ich wirklich hier jedem klar machen. Das ist einer der Gründe, warum unsere Politik wirklich weltweit dieselbe ist. Das ist wichtig im Zusammenhang mit dieser Debatte, ist folgende. Wir müssen auf nationale Gesetzgebung achten. In wie vielen Ländern, wie viele gibt es? Wie viele Mitglieder in den Vereinten Nationen? Sowas wie 200? Ja, und das ist enorm schwierig, da auf die Gesetzgebung auf nationaler Ebene einzugehen. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und das möchte ich wirklich, dass wir das alle im Hinterkopf behalten. Dann der letzte Punkt, den wir bei Facebook verfolgen, ist, dass wir uns einbringen in das Hohe Forum für die Bekämpfung des Online-Terrorismus. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es hier geht, das ist ein Gremium, das vor 2 Jahren aufgebaut wurde, allerdings schon aufbaute auf sehr starken informellen Diskussionen, die bereits stattgefunden haben zwischen verschiedenen Plattformen, schon seit mehreren Jahren. Also wir haben tatsächlich diese GIFCT, wie wir es nennen, dieses Forum gegründet. Das waren Facebook, Microsoft, Google und Twitter, die das initiiert haben. Und zunächst einmal ging es um den Austausch von Praktiken, die funktionierten und denen, die nicht funktionierten. Dann haben wir mit Hashes angefangen, dem Austausch von Hashes. Das heißt, das sind bekannte Inhalte. Das sind also man kann sich einen Hash vorstellen wie einen digitalen Fingerabdruck eines speziellen Inhalts. Die haben wir untereinander ausgetauscht. Was wir festgestellt haben im großen Maßstab, und das ist etwas, was sich noch deutlicher zeigte nach den Angriffen in Christchurch, war das, und im Zusammenhang der Bemühungen, die Reaktion darauf einzudämmen, war, dass wir mehr tun mussten, dass wir wirklich besser und effektiver zusammenarbeiten mussten in Krisensituationen, wenn ein echter Angriff in der echten Welt tatsächlich online auf einmal viral verbreitet wurde. Das heißt, da mussten wir in der Lage sein, wirklich dieses Video ganz schnell zu identifizieren und irgendwie haben wir dann auch geschafft, das hinzubekommen. Aber das hat uns gezeigt, dass wir eine bessere Koordination brauchten. Nicht nur Koordination, sondern ein besseres Verständnis. Man musste überhaupt miteinander sprechen und man musste Wege finden, um das zu tun. Man brauchte dafür ein gewisses Protokoll, wenn Sie so wollen. Also einen Rahmen, in dem wir uns unterhalten konnten. Und das war wichtig und so haben wir das GIFCC gegründet als eine unabhängige Nichtregierungsorganisation. Und wir sind mitten im Prozess. Und unsere Rechtsanwälte sind gerade dabei, wirklich die letzten Details unserer Statuten auszuarbeiten für diese Organisation. Und dann wird als nächstes die Rekrutierung beginnen. Die 3 wichtigsten Unterstützer der Industrie werden die Finanzierung für diese Organisation übernehmen. Und ich möchte das aus 2 Perspektiven beleuchten. Soll ich noch schneller sprechen? Okay, gut. Ich möchte das ganz schnell machen. Also zum einen haben wir die Governance und dann haben wir die Funktionsweise. Die Governance
wird noch immer von der Industrie getrieben sein. Insbesondere sind es 4 Unternehmen, die dahinter stehen. Aber wir sprechen über nationale Sicherheitsthemen und da möchten wir auch sicherstellen, dass wir auch auf formeller Ebene, auf den formellen Kanälen Informationen und Input auch aus den Regierungen haben. Und deswegen haben wir verschiedene Regierungen eingebunden in unsere Bemühungen. Wir möchten sicherstellen, dass das Regierungen sind, die auch die Menschenrechte hochhalten. Und das bedeutet, dass das Länder sind, die in der Freedom Online-Koalition vertreten sind. Und gleichzeitig möchten wir sicherstellen, dass wir nicht nur ein paar Debatten haben, die hinter verschlossenen Türen stattfinden mit den Regierungen. Wir möchten auch Strukturen bilden, in die auch die Nichtregierungsorganisationen eingebunden sind. Und deswegen brauchen wir einen Ausgleich zwischen diesen beiden Gesprächen, diesen Debatten. Manche Debatten müssen hinter verschlossenen Türen stattfinden, aber andere müssen offen sein, sodass Menschen, die wirklich konstruktives Input leisten können, das auch tun können. Das ist also die Grundidee und das ist das, was wir versuchen. Und es klingt sehr viel einfacher, als es wirklich ist. Wir haben sehr schwierige Debatten darüber geführt, wie sich das machen lässt. Und das ist unser Ziel. Das Dritte und auch das Letzte, was ich sagen möchte, ist, was wir mit dieser Organisation planen, wenn sie dann einmal funktioniert. Wir möchten mit dem weiterführen, was schon funktioniert. Wir möchten Bildung und Training, Ausbildung anbieten für kleinere Plattformen. Wir möchten sie informieren über funktionierende Nutzungsbedingungen. Wir möchten Informationen über KI und Maschinenlernen herausbringen. Was kann man tun, um auch zum Beispiel diejenigen zu schützen und die psychische Gesundheit derjenigen zu schützen, die Inhalte sich ansehen müssen und überprüfen müssen. Dann möchten wir technische Kooperation haben. Wir möchten Hashes austauschen. Wir möchten kleineren Unternehmen ermöglichen, schnell zu erkennen, dass es eine Krise gibt, denn sie haben keine Teams, die das selbst weltweit überprüfen können, so wie Facebook und Microsoft das tun können. Und der letzte Punkt ist, wir möchten auch verantwortungsvoll Forschung betreiben, denn wir haben nicht alle Antworten, wie auch die Regierung nicht alle Antworten haben und wir möchten das fördern. Wir möchten finanzielle Förderung für gute Forscher geben, die das überprüfen können. Und das Letzte, und daran möchte ich Sie alle erinnern, als Professor der Terrorismusbekämpfung sozusagen, habe ich wirklich dieses Thema an ganz verschiedenen Universitäten erst gelernt und dann studiert. Und Terrorismus ist die Strategie der Schwachen. Terrorismus ist eine Strategie, die darin besteht, zu provozieren, damit wir Fehler machen. Also man will uns so provozieren, dass wir entweder überreagieren oder fehlreagieren, also so, dass wir unsere langfristigen Interessen schädigen. Und was wir als Gesellschaften alle tun müssen, um nicht in diese Falle zu tappen, ist nicht darüber zu sprechen, was wir nicht wollen, sondern ganz klar zu sagen, was wir wollen. Und wenn wir jetzt von Regulierung sprechen, wenn wir jetzt von diesem Gespräch insgesamt sprechen, dann müssen wir uns fragen, wofür wir stehen. Und das ist, und das gilt für unsere Politik im Zusammenhang mit Terrorismus und so weiter. Vielen herzlichen Dank für Ihre beiden Perspektiven. Dann haben wir Courtney Gunner von Microsoft. Ich möchte auch unsere Perspektive beitragen und ich möchte uns ermöglichen, eine gute Debatte heute zu haben. Heute möchte ich sprechen über verantwortungsvolles Verhalten angesichts von gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus. Wie Sie wissen, stellt Microsoft eine große Bandbreite an Produkten und Services zur Verfügung. Und das bedeutet, dass wir sehr viel über Probleme und auch über Risiken wissen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir dann unsere Verantwortlichkeit darüber auch definieren. Ich erkläre das später noch im Detail, aber als Chef der für digitale Sicherheit bei Microsoft kann ich Ihnen sagen, dass wir daran arbeiten und ich kann Ihnen sagen, dass wir das auf der politischen Ebene, auf der unternehmenspolitischen Ebene tun und dann auch auf der technischen Ebene, um unser Ökosystem zu stärken. Ich möchte diese Verantwortung gerade auch in den Zusammenhang mit Christchurch stellen und ich möchte Ihnen erklären, warum Microsoft so ein starker Unterstützer des Multi-Stakeholder-Prozesses war. Hier geht es um eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Und wenn wir diese bewältigen wollen, dann müssen wir verstehen, wie wir zusammenarbeiten können über verschiedene Sektoren zusammen, die jeder eine eigene Perspektive haben, die Information haben und verschiedene Rollen und Verantwortlichkeiten haben. Und Christchurch ist tatsächlich einmalig gewesen, weil hier ganz klar definiert wurde, welche Verantwortung die Regierung hatte, welche die Industrie der Privatwirtschaft hatte und wo man das zusammentut. Also bei der Regierung ist es ganz eindeutig, dass man
jede Form der terrorismusfördernden Entwicklungen eindämmt. Das heißt zum Beispiel fehlende wirtschaftliche Perspektiven. Bei der Industrie ist es vielleicht weniger klar. Wir müssen klarstellen, welche Produkte und Services wir zur Verfügung stellen und wie. Und wir brauchen einen Wissensaustausch in den schwierigen Bereichen. Ich möchte auch sagen, wo das Problem wohl liegt. Wir schauen uns einen Rahmen an, den nenne ich jetzt tatsächlich den Flickenteppich von Gesetzen, den wir hier haben. Wir müssen darüber sprechen, was das Risiko dessen ist und wie wir dann auch angemessen darauf reagieren können. Wir müssen uns fragen, was anders ist auf sozialen Medien, von sozialen Medien, bei denen einer mit vielen kommuniziert. Zum Beispiel, ich rede jetzt nicht über Facebook, sondern ich rede jetzt erstmal über LinkedIn. Das ist anders, denn hier ist es nicht eine 1-zu-1-Situation, sondern hier haben wir eine Unternehmensstruktur und es gibt natürlich auch Office-Produkte, die wir zur Verfügung stellen und der nächste Händler hat dann Zugang zu technologischen Möglichkeiten, die wir haben. Wir kontrollieren unsere Inhalte nicht, sobald es soweit ist. Und dann haben wir das Thema der Cloud-Infrastruktur. Ich kann Ihnen sagen, es ist wahnsinnig kompliziert mit den Gesetzen, wenn manche kommen und sagen, wir sollten einfach das Ganze eine technologische Lösung sagen. Wir sollten sagen, wir sind ein elektronischer Service-Provider und wir sollten gar nicht darüber reden, welche Risiken hier bestehen. Aber wir möchten das. Und wir tun das auf folgende Weise. Wir möchten ganz klar stellen, wer für was verantwortlich ist. Und deswegen müssen wir darüber sprechen, wo was passiert, wenn hier die Grenzen nicht klar sind der Verantwortlichkeit, wenn nicht klar ist, wer für was zuständig ist. Und unser Ziel ist, dass wir bei unseren Maßnahmen sehr klar die Menschenrechte stärken. Wir möchten transparent sein und das ist wirklich etwas ganz Entscheidendes für uns. Vielen herzlichen Dank. Wir haben noch einen Vertreter der Zivilgesellschaft. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihren Namen richtig sprechen kann. Judan Yaya Viratne. Oh, jeder macht das erstmal falsch mit meinem Namen. Ich stamme aus Sri Lanka und ich habe auch zwei Funktionen inne. Und mir wurde gesagt, dass ich tendenziell etwas schnell spreche, also bemühe ich mich heute etwas langsam zu sprechen. Zunächst einmal bin ich also Datenwissenschaftler bei einem Think Tank und Leonasia heißt das. Und wir sind seit etwa 15 Jahren aktiv und dann arbeite ich als Faktenchecker bei Watchdog. Das ist eine Organisation, die nach den terroristischen Angriffen in Sri Lanka kürzlich gegründet wurde. Darf ich Sie bitten, Ihre Hand zu heben, wenn Sie schon mal eine Bombe explodieren haben sehen? Okay. Gut, ja. Das sind nicht besonders viele und diejenigen, auf die das zutritt, die wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Es ist die absolute Hölle. Diese Taubheit, die sie erleben. Es ist noch nicht einmal eine Panik. Sie verstehen einfach gar nichts mehr. Sie sind völlig leer. Seit März 2018 habe ich ein bisschen gegen Facebook gearbeitet vielleicht und danach habe ich dann mit Facebook gearbeitet, mit dem Krisenteam von Facebook. Es ging darum, die Hassrede besser zu verstehen. Und es war so, dass jemand einfach nur einen Geschäftspartner treffen wollte auf dem Hotel und auf einmal sieht er Körper durch die Luft fliegen und er sagt, wir müssen irgendwas tun. Das war jemand, der quasi auf Instagram lebte und dort diese Bilder sah. Und wir haben verstanden, dass irgendetwas passieren musste. Und das sind Debatten, die wir haben müssen. Wir müssen wirklich ganz klar und wirklich mit akademischem Verstand und Schärfe darüber nachdenken, wie wir das verhindern können, wie wir auf automatisierte Weise diese Verbreitung der Inhalte stoppen können. Aber wenn diese Debatten passieren, dann ist es oft schon zu spät und wir dürfen da auch nicht um den heißen Brei reden. Wir haben beispielsweise darüber nachgedacht, ob es machbar wäre, den ICC 65-Bericht tatsächlich zu nutzen. All das, wir haben keine Zeit, bis das dann irgendwann vor Gericht gelandet ist. Es ist viel zu spät, wenn das alles durch ist. Worum es geht, ist also eine Art erste Hilfe zu leisten für zivile Technologie. Man kann Feuer nur mit Feuer bekämpfen. Und so haben wir Watchdog gegründet. Da geht es darum, dass Journalisten Informationen verifizieren und dann auch Fake News melden. Und wir haben ungefähr 45.000 Nutzer.
Das sind also relativ viele Menschen und wir arbeiten seitdem und wir haben festgestellt, dass wir inzwischen die größte Datenbank für Missinformationen geworden sind und ich habe auch jetzt festgestellt, dass wir jetzt 100 Angestellte haben tatsächlich. Das war mir selbst nicht so klar. Wir haben also, wir hatten dieses winzige Ding und jetzt ist es ein Monster geworden. Und das passt zu dem, woran ich als Datenwissenschaftler schon gearbeitet hatte in Asien. Das heißt, es geht darum, wirklich diese akademische Schärfe wirklich hineinzubringen in die Gedanken. Und ich, wie ich sagte, 45.000 Nutzer gleich von Anfang an. Aber ich würde sagen, wenn wir in der Geschwindigkeit, wenn wir uns ansehen, in welcher Geschwindigkeit alleine in Sri Lanka Fehlinformationen gebracht wird, Sie sagten, dass es in Deutschland eine Minderheit ist. Ich würde sagen, in Sri Lanka ist die Mehrheit der Nutzer an der Generierung von Missinformationen beteiligt. Das heißt, die Menschen sind nicht mehr in der Lage, das unter Kontrolle zu bekommen, außer wenn Facebook 50% seiner Nutzer dafür anstellt, die anderen 50% zu überwachen. Also wir haben deswegen mit Facebook zusammengearbeitet und haben versucht zu verstehen, warum Facebook insbesondere, denn sie haben einfach eine sehr stark durchpolitisierte Plattform, wie das nicht bei anderen Plattformen unbedingt der Fall ist. Wir haben uns gefragt, wie es sein kann, dass diese Politik nicht durchgesetzt wird, zum Beispiel in Sri Lanka. Das mag sein, dass das in Deutschland funktioniert oder dass es in den Vereinigten Staaten funktioniert, aber in Ländern wie in unserem, gerade im globalen Süden, und wir haben ein Netzwerk von Thinktanks zwischen den Ländern des globalen Südens. Also wir wissen, dass die Durchsetzung dort einfach nur furchtbar schlecht ist. Also wir haben festgestellt, dass es technische Herausforderungen gibt, so etwas umzusetzen, wie zum Beispiel den Christchurch Call. Das heißt, es gibt sehr viele Sprachen im globalen Süden, die ressourcenarm sind im Bereich der Sprachwissenschaft. Das heißt, wir haben keine Corpora. Wir haben die limitieren nicht, wir haben die Auslastlisten nicht. Wir haben also aus nicht technischer Perspektive eine Situation, dass ein technisch versierter Mensch für Englisch oder Deutsch mit ein paar Zeilen Code ein Problem lösen kann. Also es gibt für den ganzen indogermanischen Sprachraum gibt es die Möglichkeit, mit drei Zeilen Code etwas zu lösen, was bei uns 10 Jahre Arbeit bedeuten würde. Und dann haben wir auch noch ein Designproblem. Wir haben Algorithmen insbesondere. Und um das noch einmal in den Kontext zu stellen, in Sri Lanka ist es so, dass die Mehrheit der Hasssprache antitamilisch und antimuslimisch ist. Das heißt, wir haben mit einer ganzen Reihe von Facebook-Ingenieuren gesprochen und sie sagten, dass die Spezifität einer Bedrohung tatsächlich sehr stark in den Blick genommen wird. Also zum Beispiel, ich werde meinen Nachbarn töten morgen früh. Das ist eine konkrete Bedrohung, die man dann auf verschiedenen Ebenen tatsächlich auch meldet und die dann auch hochgebracht wird. Aber meine Muttersprache hat gar kein Tempus für die Zukunft. Kein Futur. Und deshalb muss hier wirklich Forschung erfolgen. Diese Sprachen müssen erforscht werden. Die Art der Hassrede muss analysiert werden. Es reicht nicht, einfach nur ein paar Kommentare zu analysieren, sich hinzusetzen und dann eine wunderbare Politik darüber zu schreiben. Es muss eine bessere Zusammenarbeit geben mit den Technikern. Denn Facebook ist wahrscheinlich vermutlich das größte Textkorpus der Welt. Und diese Daten müssen in die Zivilgesellschaft gegeben werden, wo diese Probleme auftauchen. Und auch zu Forschern, zu Wissenschaftlern, Akademikern, Sprachwissenschaftlern, denen, die wirklich die Etymologie dieser Begriffe verstehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Tambi ist ein tamilisches Wort, das jüngerer Bruder heißt. Zwischen zwei Tamilen wird es aber genutzt einfach als eine freundliche Begrüßung. Aber im Singalesischen hat man sich diesen Begriff zu Nutzen gemacht. Das heißt, wenn ein Singalese das zu einem Muslim sagt, dann ist das so ähnlich, wie wenn man das N-Wort zu einem Afroamerikaner sagt. Und das bedeutet, dass man es nur aus dem Kontext heraus verstehen kann. Ein Algorithmus muss verstehen, dass das, muss also, um überhaupt wissen zu können, ob es sich um Hassrede handelt oder nicht, erst einmal die
Ethnie beider Sprecher kennen. Und das ist ein Problem. Und ganz viele Probleme entstehen daraus, dass die sprachlichen Strukturen wie auch die Natur der Sprache an sich nicht bekannt ist. Und da haben wir also ein Problem auf der Menschenrechtsebene. Dann müssen wir noch etwas tiefer gehen. Wir müssen also verstehen, dass das Wort Dambi, das möglich auch noch in englischem Skript geschrieben sein könnte. Das heißt, nicht nur auf Singalesisch. Das heißt, wir haben also drei Sprachebenen jetzt schon. So einfach ist es also nicht. Und stellen Sie sich das vor. Jedes Unternehmen kann einen roten Knopf tatsächlich drücken und dann diese Inhalte löschen. Aber was ich gerne sehen würde, ist, dass diese Unternehmen sich mit den Menschen vor Ort, mit Forschern vor Ort vernetzen. Denn es gibt die Forscher, es gibt die Expertise, aber die Daten sind woanders, die Designer sind woanders. Und ich möchte nicht, dass jemand in Menlo Park, der Englisch kennt und seinen Kontext etwas erstellt, das in anderen Sprachen funktionieren soll, in denen einfach die Struktur komplett anders ist. Denn das wird definitiv schiefgehen. Und deshalb, glaube ich, braucht es eine viel engere Zusammenarbeit. Und das hat auch damit zu tun, dass man sich zusammentut. Das hat auch zu tun mit Finanzierung. Denn der Christchurch Call ist wirklich ein hervorragendes Politikinstrument. Aber Neuseeland musste wirklich aufstehen und die Welt um Aufmerksamkeit bitten. Und Bomben explodieren auch in vielen anderen Ländern. Menschen sterben in vielen anderen Ländern und es interessiert niemanden. Es wird nicht besprochen. Und deshalb danke ich Neuseeland sehr, dass man dieses Thema wirklich einmal in die globale Debatte erhoben hat, sodass wir dieses Gespräch jetzt haben können. Meiner Ansicht nach ist es so, dass bevor wir wunderbare Debatten über Politik führen können und über Veränderungen dahingehend, wie die Regierung sich funktioniert, wir erst einmal die technischen Probleme lösen müssen. Und die Juristen müssen sich auch mit den Maschinenlernern, mit den Datenwissenschaftlern zusammentun, um überhaupt einmal zu verstehen, was eigentlich praktisch möglich ist und was getan werden muss, um die Dinge, die heute unmöglich sind, praktisch möglich zu machen. Denn sonst ist das Ganze wirklich nur ein Haufen schöner Papiere. Vielen herzlichen Dank. Das war eine wirklich faszinierende Perspektive. Und diese wissenschaftliche Perspektive, die Sie aufgeworfen haben, all das zeigt, wie groß die Herausforderung ist, mit der wir es zu tun haben. Und auch, dass niemand diese Herausforderung alleine lösen kann. Wir müssen zusammenarbeiten, um dann eine horizontale Lösung erarbeiten zu können. So viel also zu den Verantwortlichkeiten und den Arten, wie diesen gerecht werden kann. Und bevor wir jetzt mit dem Publikum weitermachen, möchten wir noch über die Risiken sprechen. Wir haben schon ein bisschen davon gehört. Wir fangen mit Addison Lanza an. Und er wird vielleicht so eine Art Grundlage legen, bevor dann das Panel übernehmen kann und eingreifen kann. Und ich bitte Sie dann, sich kurz zu halten und dann werden wir auch das Publikum mit einbeziehen. Also Sie haben das Wort. Hallo. So, ich bin jetzt als Letzter dran. Der Druck ist aber nicht minder. Hassrede und Terrorismus und Volksverhetzung, eine der kontroversesten Themen bei der freien Meinungsäußerung ist in der Welt. Es ist schwierig, die Kategorien zu bestimmen und zwei Phänomene eben anzusprechen, zwei Auswirkungen, die eben Probleme mit sich bringen für die freie Meinungsäußerung. Also es gibt Risiken auch für die Reaktionen, wie Unternehmen damit umgehen können und wie auch Regierungen damit umgehen. Ich bin ein Berichterstatter für freie Meinungsäußerung und deshalb befasse ich mich eben mit Angriffen auf die freie Meinungsäußerung, auf den Staat und schaue mir auch verschiedene Kontexte an, zum Beispiel auch terroristische Anschläge, die Verbreitung von organisiertem Verbrechen, ganz besonders in Lateinamerika, meiner Region. Terrorismus ist dort vielleicht nicht ein riesiges Problem, aber auch Anstachelungen zu Gewalt und kriminelle Organisationen
in Lateinamerika, damit befasse ich mich. Zu den Problemen jetzt, die in Bezug auf die digitalen Technologien entstehen, also Missinformation, Propaganda und so weiter, Eingriffe in die Anonymität und auch Angriffe gegen Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten. Es ist sehr wichtig zu sagen, dass die Regierungen auf diese Dinge reagieren müssen, und dass es dann oft zu große Einschränkungen der Meinungsfreiheit gibt, zum Beispiel, dass die Meinungsfreiheit eben auch eingeschränkt wird, und das ist keine effektive Antwort auf Hassrede. Und eine kritische Debatte ist sehr wichtig für eine gute Strategie, um die freie Meinungsäußerung zu verteidigen. Also Gegenrede ist auch so ein Thema. Regierungen sollten keine Restriktionen einführen, die zu breit angesetzt sind. Denn die Demokratien basieren auf der Rechtsstaatlichkeit, aber es gibt auch Länder wie Nicaragua oder Venezuela, das sind nicht auch Demokratien, die aber jetzt unter großem Druck stehen, oder auch Bolivien oder Chile. Und sie stehen unter großem Druck, dieses Konzept zu nutzen. Und also es werden Terroristen glorifiziert. Im Rahmen des Schutzes der freien Meinungsäußerung durch den Staat. Es gibt auch diese sogenannten Kill-Switches, um Inhalte zu entfernen. Das sind alles problematische Maßnahmen, die man nicht nach dem internationalen Völkerrecht rechtfertigen kann. Journalisten haben das Recht, auch die Identität ihrer Quellen zu schützen. Der andere Akteur, also das geht um die Beziehung zusammen mit den Plattformen natürlich. Die Plattformen haben hier eine ganz wichtige Rolle zu spielen bei der Moderation der entsprechenden Inhalte und beim Informationsfluss. Und insbesondere ist es so, dass die Rapporteure, die Berichterstatter über die Informationsfreiheit in den letzten Jahren ganz konkrete Empfehlungen hervorgegeben haben, an die Unternehmen, um bestimmte Menschenrechtsstandards umzusetzen in die entsprechenden Politiken zur Überwachung und zum Monitoring der Inhalte. Ich möchte abschließend noch auf einige Empfehlungen eingehen, die den Unternehmen ausgesprochen wurden. Zunächst einmal ist es so, dass bei der Überwachung, beim Kompass für die Überwachung der also bei der staatlichen Überwachung, die auch zum Schutz der NGO-Dienst bestimmte Empfehlungen ausgesprochen wurden, die folgenden sind. Zunächst einmal geht es darum, dass es regelmäßige Due Diligence-Untersuchungen zu Menschenrechten und zur Menschenrechtskonformität von Politiken dieser Unternehmen geben muss. Dann geht es auch darum, dass die Politik zur Meinungsfreiheit natürlich legal, also mit dem nationalen Rechtsrahmen übereinstimmen muss und auch mit dem Völkerrecht. Denn wie Sie wissen, gilt das ja auch in verschiedenen Bereichen im Besonderen. Dann das Dritte, da muss bessere Abhilfe geschaffen werden für diejenigen, deren Menschenrechte verletzt werden. Insbesondere muss das transparent geschehen innerhalb von einem Mechanismus, der dann auch zu bestimmten Entscheidungen aufruft. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt auch bekannter wird,
damit man auf diese Weise diese unabhängige Aufsichtsschicht aufbauen kann. Dann geht es auch um die Bekämpfung von solcher Rede. Und die Unternehmen haben natürlich je mehr Verantwortung und sie müssen dieser Verantwortung auch national gerecht werden. Im Falle von Sri Lanka ist es so, dass Twitter, Google, Microsoft und so weiter natürlich eine globale Politik haben und dass es aber jetzt die Anforderung gibt, dass sie sich auch stärker mit der konkreten lokalen Situation auseinandersetzen. Ähnlich ist das zum Beispiel in Mexiko, Argentinien oder Chile oder Kanada in der westlichen Hemisphäre. Auch hier gibt es Unterschiede und in verschiedenen Fällen wissen wir, dass zum Beispiel Facebook oder Twitter so langsam reagiert, weil es einfach keine entsprechende Politik in der Form gibt oder weil eben nicht diese entsprechenden Inhalte gemeldet werden, die auf dieser lokalen Ebene passieren. Dann wissen wir abschließend auch, dass es nötig ist, auch internationale Normen zur Inhaltsmoderation zu entwickeln, sodass wir den Unternehmen ein Rahmenwerk an die Hand geben können, mit dem sie bessere Praktiken entwickeln können und besser auf diese Herausforderungen reagieren können. Das sind ein paar gute Ideen und Denkanstöße, um eben die Debatte voranzubringen. Wenn Sie weitere Gedanken dazu haben, hier auf dem Podium, welche Rechte und was sind die Risiken für die Menschenrechte, also durch diese extremistischen und terroristischen Inhalte und auch die Ansätze bei der Regulierung dieser Inhalte? Sherry vielleicht. Wir wissen, dass andere Regierungen ja verschiedene Ansätze ergriffen haben bei der Internet Governance, auch Regulierungen zum Beispiel. Das Argument ist natürlich, dass wenn man restriktivere Vorschriften hat, dass man dann das Problem besser angehen kann. Aber unsere Meinung ist, dass restriktivere Gesetze nicht helfen, sondern die Innovation restriktieren und eben dazu führen, dass das Internet weniger offen ist. Die Regierungen, die eben vage definierte terroristische Inhalte regulieren, dass das zu einer weiteren Ausbreitung von diesen Inhalten führt und dass das dann eben auch auf technologische Inhalte zurückgegriffen wird und eben die Verabschiedung von Regulierungen, um eben, also für Inhaltsmoderation, das könnte eher dazu führen, dass mehr Inhalte gelöscht werden und dass dann eben Inhaltfilter genutzt werden, die eben auch Auswirkungen haben auf die freie Meinungsäußerung zum Beispiel. Wir glauben immer noch, dass freiwillige Zusammenarbeit mit den Technologieunternehmen und allen Stakeholdern ein besserer Ansatz ist. Wir glauben, dass die Unternehmen es besser wissen, also sie kennen ihre Inhalte auf den Plattformen besser, sie wissen, wie man Inhalte besser und schneller löscht, damit sie sich gar nicht erst verbreiten. Und wir glauben auch weiterhin, dass einige der Regularien, die wir sehen, eine der Vorschriften, und das ist sehr wichtig, dass es da auch welche Vorschriften gehen, die sich gegenseitig widersprechen. Das ist bei einigen Regierungen der Fall und das kann dann dazu führen, dass das auch eine Inspiration ist für unterdrückerische Regimes, die eben die Leiter von Unternehmen einsperren ja ebenso auch politischer Widerspruch unterdrückt wird. Und zum Beispiel gibt es auch das deutsche Netzdurchsetzungsgesetz und das wird dann verwendet zum Beispiel von Diktatoren in der Welt als ein Modell für Zensur. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass unsere Reaktion auf diese Gefahr, also wir sicherstellen, dass unsere Reaktionen eben sicherstellen, dass wir ein sicheres und offenes Internet haben. Also unsere Antworten auf diese Gefahren sollten eben nicht die positiven Seiten des Internets in Frage stellen. Das ist ja genau das, was wir wahren wollen.
Es gibt noch ein weiteres Gesetz in Australien, das eben den Plattformen eine Haftung auferlegt, wenn sie eben gewalttätige Inhalte nicht entfernen. Aber das größere Problem ist, dass die Plattformen verpflichtet sind, auch zu überprüfen, ganz generell. Und das sollte aber eigentlich gar nicht zulässig sein. Also zumindest auch nach der Onlinehandel-Richtlinie der EU. Und das ist ein Anreiz für Unternehmen und Plattformen, Upload-Filter zu nutzen und auch andere Mittel der Zensur. Also das australische Gesetz geht noch einen Schritt weiter, also dieser als das noch weiter als das Netzdurchsetzungsgesetz. Die Haftung ist immer ist schon ein Teil eben dieser verschiedenen Rahmenwerke und ist auch die Idee ist ja, dass wenn man Unternehmen zur Rechenschaft ziehen für Inhalte, die sie kennen, dass das dann eben nicht zur Zensur führt, aber dieses Netzdurchsetzungsgesetz betrifft nur Inhalte, die die den Plattformen gemeldet werden. Das heißt, dass es die internationalen Standards eben nicht erodiert, aber was dann letzten Endes passiert, ist, dass die Plattformen also wenn da Druck ist, dass sie gemeldete Inhalte schnell löschen und wenn es eben Zeit braucht, um Botschaften zu lesen und zu kategorisieren, dann werden die Inhalte eher gelöscht, als sie zu behalten. Wir wissen das, denn Korea hat auch so ein Gesetz. Wir haben eine Verpflichtung, illegale Inhalte zu löschen. Aber viele nicht illegale Inhalte werden auch gelöscht. Es gab eben also jemand hatte diese komische Idee in Korea, dass man eben die Luft reinigen könnte durch Waschmittel und viele eben schwangere Frauen und Kinder dadurch starben und dann wurden Warnungen ins Internet gebracht, aber die Plattformen löschten diese Warnungen, weil eben die Unternehmen dieser Luftbefeuchter und Waschmittel denen meldeten, dass diese Inhalte illegal war. Deshalb haben die Unternehmen sie gelöscht. Und da zeigt sich, also wie Gesetze eben unsere Gesetze also uns schützen können. Und eben diese Gegenrede verwendet oft die gleiche Sprache wie eben Hassrede. Deshalb in Korea haben wir eine feministische Plattform, die eine bestimmte Strategie einsetzt. Und da wird eben die gleiche Sprache verwendet gegen Männer, damit die Männer eben mal selbst am eigenen Körper spüren, wie Frauen durch Sprache diskriminiert werden. Und weil sie die gleiche Sprache verwenden, gibt es dann rechtliche Probleme, aber nur die Botschaften also die Unternehmen löschen dann all diese Inhalte, aber die Regierung verfolgt dann trotzdem noch die Unternehmen dafür, dass sie eben freie Meinungsäußerung untergraben. Vielen Dank für diese zwei interessanten Beispiele. Also wir müssen jetzt wirklich schnell durchgehen, also wir haben noch 3, 4, 5 Meinungsäußerungen. Ich glaube, es gibt einen globalen Konsens, dass wir eben zum Beispiel kinderpornografische Inhalte löschen. Das ist einfach Teil unserer Kultur und es gibt
keine globale Verpflichtung dazu. Zum Beispiel in Deutschland ist es verboten, den Holocaust zu leugnen. In Dänemark ist es aber erlaubt. Wir haben also nationale Regelungen, die von nationalen Parlamenten verabschiedet werden. Und das ist nun mal so. Also wir sprechen nicht über Hassrede, wir sprechen über Hassverbrechen. Die freie Meinungsäußerung steht im Konflikt mit unserem Strafrecht. Die Unternehmen sind jetzt dazu verpflichtet, diese Inhalte zu melden und zu löschen. Und sie müssen auch analysieren, was legal und was nicht legal ist. Die Erfahrung mit dem Netzdurchsetzungsgesetz zeigt, dass ein Unternehmen zum Beispiel wie Twitter oder wie Google etwa 500.000 Anfragen bekommt jedes Jahr. Also die Nutzer melden und beschweren sich, dass es Hassrede gibt. Und dann werden davon 20-25% gelöscht. Das heißt, dass die Unternehmen nicht alles löschen, was die Nutzer melden. Sie versuchen also wirklich herauszufinden, was illegal ist, was gelöscht werden muss und was eben toleriert werden muss auf Grundlage der freien Meinungsäußerung. Also bisher ist es so, dass nicht zu viele Inhalte entfernt werden. Also es gibt in Deutschland einen großen öffentlichen Druck und nicht nur Druck von der Regierung, sondern auch Druck von der Zivilgesellschaft und von den Betroffenen. Und in Deutschland wurde die Zahl von Facebook und Google zum Beispiel erhöht, die eben diese Inhalte prüften. Das war eines der Ergebnisse dieses Drucks und das war eigentlich ganz gut. Und es werden Botschaften dann gelöscht und es wurden dann zum Beispiel auch eben Konten von Extremisten gelöscht. Und das bedeutet eben, dass diese Menschen dann nicht mehr auf Google oder Facebook aktiv sein können. Sie suchen jetzt nach anderen Plattformen, aber sie können nicht all ihre ihre Anhänger dazu bringen, Google und Facebook zu verlassen. Also das hatte so ein bisschen einen positiven Effekt. Also gibt es weniger Propaganda dadurch und weniger Verletzung von deutschem Recht. Nur noch ein paar mehr Komplikationen. Ich denke, ich möchte noch einmal sagen, dass ich noch mal sagen, warum eben die Prinzipien aus Christchurch so wichtig waren. Es gibt diese enge Definition von Hassrede und wir haben eben über das Recht auf freie Meinungsäußerung gesprochen und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir ein Recht auf Zugriff zu Informationen haben und auch das Recht auf Privatsphäre ist wichtig, aber da sind bestimmte Spannungen, die es da gibt in diesem Bereich. Aber wir haben auch über die Konflikte zwischen verschiedenen Gesetzen gesprochen und es gibt ein paar wirklich Trends, die wirklich bedrohlich sind. Zum Beispiel sehen wir Konflikte zwischen Gesetzen und es gibt dann zum Beispiel auch Gesetze, die in anderen Ländern angewendet werden. Man könnte natürlich jetzt sagen, das ist jetzt illegaler Inhalt innerhalb der eigenen Grenzen. Aber ich denke, was wir vielleicht sehen würden, sind auch gesetzliche Probleme in dieser Hinsicht. Und die Regierungen schauen sich verschiedene Inhalte an. Und oft glauben wir, dass das alles eine Sprache ist. Aber wie Sie schon gesagt haben, der Kontext ist oft entscheidend. Ich habe einen Regierungshintergrund. Ich weiß nicht, wie man eine Inhaltsregelung restriktiv gestalten sollte, denn Kontext ist ja sehr wichtig. Wir sehen also einen Trend bei diesen Herausforderungen und was wir wirklich brauchen, ist eine robustere Konversation darüber, wie man eben restriktiv definierte Gefahren besser definieren kann. Und Vielen Dank, Courtney. Dann noch Paul und dann sind wir, glaube ich, gleich durch. Es ist schwierig.
Es ist einfach schwer. Aber es ist nicht so schwierig, dass wir inaktiv bleiben sollten. Und ich glaube, nicht handeln ist das größte Risiko, vor dem wir stehen. Wir haben ja über Risiken für die Meinungsfreiheit gesprochen und weitere Risiken. Und ich komme jetzt zurück zu dem, was die Premierministerin gesagt hat nach Christchurch. Niemand hat das Recht, sich live zu streamen, während er 51 Menschen tötet. Und dadurch werden zahlreiche andere Rechte verletzt. Ich habe mit Menschen gesprochen, ich habe mit meiner eigenen Tochter gesprochen, deren Kollege in Christchurch sein Leben verlor. Und sie hat das im Livestream gesehen. Wir müssen die Opfer ins Zentrum stellen. Und darum sollten sich unsere Überlegungen drehen. Wir sollten nicht hektisch jetzt werden und wir sollten uns wirklich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und das sind hier die Opfer. Und wenn wir über dieses Problem vernünftig nachdenken und dann klug handeln, dann ist es ein guter Schritt. In Neuseeland können wir sagen, dass die Menschen jetzt sehr viel über das Internet nachdenken, das Internet anders sehen. Und das Risiko ist, dass das Internet weniger genutzt wird, dass Menschen immer skeptischer werden und deshalb auch die Kraft für das Gute verloren geht. Nun, richtige Perspektive, da habe ich Bedenken. Es gibt diese implizite Idee anscheinend, dass Hassrede immer von schlechten Menschen verbreitet wird, dass Fehlinformationen einzig von schlechten Personen verbreitet werden. Aber von unserer Perspektive WatchDeck kann ich sagen, dass das nicht stimmt. Manchmal ist es einfach nicht ganz klar. Also oft zum Beispiel haben Mütter Angst in WhatsApp-Gruppen und die sagen, das und das ist passiert, geht es dir gut? Oder in Büros und jemand fragt, hey, warum ist die und die Person nicht bei der Arbeit erschienen? Es sind nicht immer wirklich böse Menschen, die hier handeln. Und das ist wichtig, wenn man Politik macht, dass man das im Kopf behält. Wir dürfen diese anderen Nutzer keinem Risiko aussetzen, während wir quasi militärisch schon die Bösen jagen. Es sind einfach ganz normale Menschen auch gewissen Risiken ausgesetzt im Internet. Und dann Vorurteile. Ich glaube, ich habe ja klar gemacht, wie wichtig mehr automatisierte Inhaltsüberwachung ist. Aber das ist ganz, ganz schwierig, fast unmöglich, das zu machen ohne gewisse Vorurteile, die eingebaut sind in die Maschine, ob einem das gefällt oder nicht. Und soweit man auch optimiert, das wird einfach passieren, denn das System ist von Menschen gemacht und deshalb wird es immer Fehler geben. Und darauf müssen wir uns konzentrieren, denn wir haben natürlich, wir können natürlich Systeme haben, die in 80% der Fälle effektiv sind, aber dann haben wir die restlichen 20%. Und was tun wir damit? Und da kommen dann Menschen ins Spiel und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann mein dritter Punkt. Ich hoffe, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir grundlegende Datensätze haben, dass wir Protokolle haben, die das Design der Systeme regieren. Und dann sollten diese offen sein für Kritik, zum Beispiel vom EGF. Wenn man nur die Menschen hier im Saal nimmt, dann ist garantiert hier jemand, der einen Datensatz analysieren kann und sagen kann, die und die Menschen sind hier unterrepräsentiert. Und jemand kann von einem Menschenrechtestandpunkt kommen und sagen, hey, diese Daten sollten hier nicht drin sein im Datensatz. Und dann könnte ein Rechtsexperte kommen und sagen, okay, diese Normen und Standards sind hier nicht enthalten in den Daten oder dazu passen die Daten nicht. Das ist einfach so. Also ich vertraue auch niemandem, der sagt, hey, wir haben die künstliche Intelligenz, die das für uns lösen wird. Das glaube ich nicht. Und es ist wichtig, dass wir immer, deshalb wichtig, dass wir uns immer wieder alle Lösungen anschauen und ganz besonders, wenn die Öffentlichkeit davon betroffen ist. Dankeschön. Ich möchte nun gerne die Diskussion für das Publikum öffnen.
Und dann werden wir noch einmal ganz, ganz kurze Schlussstatements hören. Und ich erinnere Sie nochmal an die Fragen zum Abschluss. Zum ersten Mal, was sind Ihre politischen Empfehlungen für die Zukunft? Und zweitens, welche Rolle kann das IGF spielen? So, haben wir Fragen aus dem Publikum? Bitte nutzen Sie die Mikrofone. Und bitte fassen Sie sich sehr kurz. Vielen herzlichen Dank für dieses faszinierende Thema. Ich komme aus Afghanistan, arbeite dort für das Büro des Präsidenten. Ich werde Ihnen meine Perspektive darstellen. Ich denke, es geht hier um ITK für den Frieden. Sie wissen, dass Afghanistan stark unter Druck steht durch terroristische Angriffe. Was kann denn der Beitrag der Politik sein? Und was ist der Beitrag der Politik Facebooks im Kontext Afghanistan? Wir haben eine globale Unternehmenspolitik und die gilt sicherlich auch in Afghanistan. Unsere Nutzungsrichtlinien beispielsweise. Außerdem sind die Taliban auf der Sanktionsliste der UN. Das heißt, dass Inhalte von den Taliban gelöscht werden können. Aber eine komplizierte Frage hier. Wir entfernen Inhalte, die von den Taliban erstellt werden. Aber wie ist es denn mit Inhalten, wenn die Taliban auch am Friedensprozess teilhaben, wenn sie verhandeln mit der afghanischen Regierung, mit anderen Regierungen in der Welt? Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage für eine Plattform, die versucht, objektive Standards zu setzen im Hinblick auf eine Organisation und bestimmte Arten von Inhalten. Und es ist natürlich einfach zu sagen, vielleicht sollte die Plattform mit den Regierungen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, um rauszufinden, was der richtige Weg ist. Aber da öffnet man natürlich auch Türen für Missbrauch. Oder zum Beispiel, wie ist es mit den kleineren Sprachen in Afghanistan? Davon haben wir schon am Beispiel Sri Lanka gehört. Wir haben hier nicht so viele Trainingdaten für unsere Algorithmen. Das ist ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Also alle Länder in der Welt haben ganz, ganz unterschiedliche, komplexe Gemengelagen und für Afghanistan gilt das sicherlich genauso. Wenn Sie nicht am Tisch sitzen und eine Frage haben, nutzen Sie bitte das Standmikrofon. Vielen Dank. Ich komme aus Indien. Ich spreche hier als Privatperson. Es geht nicht nur um eine Sprache, Religion, ein Land, sondern es geht um alle. Es betrifft alle. Alle Menschen der Welt sind in gewisser Weise von Terrorismus betroffen und das macht uns Sorge. Warum gibt es keine internationale Politik, internationale Regeln gegen Terrorismus, sodass in Echtzeit Daten entfernt werden können und dass in Echtzeit auch Strafverfolgungsbehörden Zugriff bekommen? Denn sonst bieten Plattformen einen sicheren Hafen oder gewissen Schutz und oder zumindest gibt es einen Zeitverzug und dieser Zeitverzug bedeutet einen Schaden für das vom Terrorismus betroffene Land und das macht mir wirklich Sorgen. Ich möchte eine Fallstudie aus Sri Lanka besprechen. Als die Bomben hochgingen, gab es 6 Stunden lang keine Radioverbindung oder man hörte nichts von der Regierung. Ein Minister sagte, ja, ich habe irgendwie dunkel gehört, dass etwas passieren würde, deshalb bin ich nicht in die Kirche gegangen. Und der Premierminister sagte, ich hatte keine Ahnung. Und die Nachrichtendienste sagten dann, Entschuldigung, wir haben seit 3 Jahren vor diesen Personen gewarnt. Es gibt also Fälle, wo die offiziellen Quellen nicht unbedingt
kompetent sind oder im besten Interesse der Menschen handeln. Und es gibt auch Fälle, wo einfach man sich an gewisse Regeln und Prozesse, Abläufe halten muss und es nicht in Echtzeit passieren kann, weil man sonst sogar noch mehr Schaden anrichtet, weil man so in Richtung eines Überwachungsstaates sich bewegt und nicht mehr in einer freien Demokratie ist. Es gibt aber eine technologische Herausforderung in einem wenig entwickelten Land. Aber wenn es um nationale Sicherheit geht, dann muss man eine freie Meinungsäußerung vielleicht mal und Privatsphäre einmal nach hinten anstellen. Ich glaube, da könnte man eine lange philosophische Diskussion darüber führen. Vielleicht bewegen wir uns jetzt erstmal zu weiteren Fragen. Ja, es ist wirklich äußerst spannend. Ich bin gespannt, was wir von Ihnen noch aus dem Publikum hören werden. Guten Morgen, Kalle Quartal. Ich sitze der MI Group vor. Etwas, was vielleicht ganz besonders hier wichtig ist, ist unsere Expertise in diesem Bereich oder relevant. Es geht um das multilinguale Internet. Ich bin eine der Personen, die seit den 90er Jahren sich dafür einsetzen. Es ist jetzt wichtig, dass wir gegen den Cyberterrorismus vorgehen und auch gegen die Motivation einiger dieser Gruppen. Brian ist natürlich Experte und lehrt zum Thema Terrorismusbekämpfung. Und vielleicht ist das für Sie besonders spannend, denn wir haben schon im Jahr 2012 ein Label entwickelt, um diese Bedrohungen zu identifizieren. Warum ist das relevant? Nun, im EGF besprechen wir hier dieses Thema Online-Inhalte und Terrorismus. Das ist ja nur ein kleiner Teil der Bedrohungslandschaft. Ich wollte eigentlich hier nicht sprechen, aber dann fühlte ich mich doch gezwungen, denn es gibt keine globale Politik, die dazu das Internet, die quasi erzwingen kann, dass das Internet eine Kraft fürs Gute ist. Man kann nur konstruktiv damit umgehen. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, hier auf dem Boden zu sitzen, ohne Mikrofone und zu schreien, damit alle Sie hören, dann würden Sie sich unwohl fühlen. Und wenn man aber tut, was notwendig ist, dann ist es manchmal ein bisschen unangenehm. 2 Tage nach Christchurch habe ich die Internetkonzerne aufgerufen, die Plattformen aufgerufen, die Blockierung von Livestream zu stoppen. Denn ja klar, das Ganze kann missbraucht werden, aber wir haben hier einen möglichen Trend für die Zukunft gesehen. Ich glaube, das haben Sie gut unterstrichen. Der Christchurch Call, der Aktionsaufruf, ist ganz hervorragend. Und ich glaube, dass Ihre Premierministerin wirklich aus ganz vollem, ehrlichen Herzen spricht. Aber leider reagieren wir immer nur, anstatt proaktiv zu agieren. Der EGF ist eine Talkshow. Wir reden. Was aber letztlich möglicherweise nicht passiert, ist das, was wirklich notwendig ist, wirkliches Handeln. Globale Politik, nämlich, ich spreche als US-Bürger. Und es ist ganz wahrscheinlich, dass das, was in den USA akzeptabel ist, zukünftig eine Vorbildfunktion haben wird für globale Politik. Ich war in Los Angeles, als es dort einen Amoklauf an einer Schule gab, beispielsweise. Und der Herr aus Deutschland, ja, Sie haben recht, die Terroristen haben ein übergeordnetes Ziel. Aber ich denke, die größte Herausforderung für uns ist es, aktiv zu verstehen, was ihre Motivation ist. Warum und wie werden sie überhaupt zu Terroristen? Und wenn wir das mal verstehen, dann können wir mit den Bedrohungen umgehen und auch einige der Inhalte letztlich offline nehmen. Und dann denke ich, dass wir nie vergessen sollten, dass Cambridge Analytica eine
ganz schädliche Rolle hatte und eine nie dagesehene Bedrohung für Demokratien war. Und zwar auf deutlich schlimmere Weise als jeder Terrorist. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, das im Kopf zu behalten. Denn was wir hier versuchen zu tun, ist, können wir vielleicht nicht in einem globalen Modell erreichen. Vielleicht brauchen wir wirklich lokale Gesetzgebung. Und dann müssen sich eben die Netzwerke an die entsprechenden nationalen, regionalen Gesetze halten. Denken Sie zum Beispiel an Dow Chemical. Da hat es einen Angriff gegeben, Bhopal-Fabrik. Und das ist nicht off-topic, nein, ganz und gar nicht. Und ich erkläre Ihnen, warum. Wenn eine soziale Medienplattform sich weiterhin nur als Technologieunternehmen sieht, dann weist es die Verantwortung zurück für die Inhalte, eben dementsprechend die rechtlichen Verantwortung. Es bringt nichts, dass wir Gesetze erlassen, solange wir nicht Unternehmen zwingen können, das zu tun, was getan werden muss, um gesellschaftlich wirklich einen wichtigen Beitrag zu leisten. Dankeschön. Ja, Sie müssen darauf jetzt nicht antworten. Ich denke, es gibt Vorurteile, die sich niederschlagen in den Forschungsergebnissen zu Extremismus. Wir haben nicht gelernt von dem, was in Lateinamerika passiert ist. Wir haben nicht gelernt aus dem globalen Krieg gegen den Terror nach 9/11, dem 11. September. Nun, es gibt nach wie vor zahlreiche terroristische Angriffe und der Hauptteil der Opfer fällt aber staatlichem Terrorismus zum Opfer. Wenn man jemanden einen Terroristen nennt und dann, aber nein, man nennt jemanden Terroristen, aber irgendwann muss man sich vielleicht an einen Tisch setzen mit diesen Menschen, zum Beispiel mit dem mit den Taliban. Der African National Congress in meinem Land galt auch mal als Terrororganisation und man muss sich aber mit diesen Menschen auseinandersetzen. Also es ist keine neutrale Debatte und wenn wir nicht lernen aus dem, was schon gegen den Terrorismus getan wurde in der Vergangenheit, dann werden wir Fehler wiederholen. Und diejenigen, die forschen in diesem Bereich, versuchen den Terrorismus zu verstehen, da muss ich erstmal sagen, wenn Inhalte offline genommen werden, was tun dann Forscherinnen und Forscher? Wie kommen sie an ihre Informationen? Vielen Dank. Nur ganz kurz. Das Letzte möchte ich gerne ansprechen, das ist wichtig. Ich als ehemaliger Forscher danke dem Internetarchiv, The Internet Archive, denn ich konnte da ganz, ganz viel rausziehen für meine Forschung. Also Rohstoffe sozusagen, Rohmaterialien. Und ich denke, dass es hier wirklich eine Möglichkeit zu echter Zusammenarbeit gibt. Und da ist das IGF ein ganz tolles Forum. Wenn Plattformen wie unsere Inhalte entfernen, die gegen unsere Nutzerbedingungen verstoßen, dann ist das natürlich unser Recht. Aber wie stellen wir sicher, dass diese Inhalte noch zugänglich sind für Forscherinnen und Forscher, für diejenigen, die sich für Menschenrechte einsetzen? Und da müssen wir diese Organisationen an Bord holen, da müssen wir Regierungen an Bord holen und wir müssen einen Raum haben, dieses Material irgendwie zu speichern, ohne gegen Privatsphäre-Richtlinien zu verstoßen. Vielen Dank also, dass Sie das angesprochen haben. Ich denke, da sind sich viele einig, aber man muss konkret dennoch das Thema bearbeiten. Ich glaube, wir haben noch Zeit für zwei Fragen oder Anmerkungen. Einmal hinten am Tisch und dann der Herr da drüben. Und ich denke, dann haben wir keine Zeit mehr, leider. Ich werde mich kurz fassen. Neil Kashwa ich repräsentiere die Privatwirtschaft in Kanada. Ich habe eine Frage an alle. Ich bin sehr beeindruckt von den Menschen, die Sie hier zusammengebracht haben, aus Forschung, Unternehmen, Politik und so weiter. Denken Sie, dass die Unternehmen das
es eine Sorgfaltspflicht gibt für Staaten, und dass sie eben auch dazu gezwungen werden sollten, dieser auszuüben, dieser nachzukommen? Wer möchte diese Frage gern beantworten? Ich glaube, niemand möchte. Aber vielleicht werden Sie darüber nachdenken. Ja, bitte. Mein Name ist Malcolm. Ich weiß, dass das hier das Internet Governance Forum ist. Es besteht ein Risiko, zu glauben, dass all die Probleme, die durch das Internet vielleicht noch verstärkt werden, hier gelöst werden können. Aber Protokolle können nicht all diese Probleme lösen. Wir wissen, dass traditionelle Nachrichtenunternehmen vielleicht die Länder besser verstehen, weil sie vor Ort sind. Und daher würde es mich interessieren, wie Sie diese traditionellen Medienunternehmen, Presseunternehmen sehen. Was denken Sie, was Ihre Rolle ist? Denn das Internet ist riesig natürlich, aber in diesem Kontext ist es ein Nachteil, eine Schwäche, keine Stärke. Traditionelle Medien sind vielmehr vor Ort und ich denke, dass das ein Vorteil für Sie ist. Wie sehen Sie das? Und wie können die Medien beitragen zur Lösung der Probleme? Ich bin so froh, dass Sie diesen Punkt aufgebracht haben. Es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass eins der Probleme, vor dem wir stehen, folgendes ist. Es gibt ein Risiko. Denn das Internet ist so ein beliebtes Thema und es nimmt anderen Medien nimmt viel mehr Raum ein als andere Medien. Und viel Gewalt findet jetzt aber immer noch ganz offline im echten Leben direkt statt. Traditionelle Medien sind da an Orten, wo das Internet vielleicht nicht da ist. Manchmal gibt es zwar schon Zugriff aufs Internet, sei es über Handys, mobil, aber viele der Inhalte werden auch durch traditionelle Medien erstellt und verteilt. Und das ist für uns natürlich eine Chance. Wir als US-Regierung versuchen schon lange, diese traditionellen Medien zu nutzen, um wirklich entgegengesetzte Botschaften zu senden und gegen Extremismus vorzugehen. Und ich glaube, wir alle sollten uns daran erinnern, dass es nicht nur darum geht, was online ist. Es ist ein viel größeres Thema und die Offline-Welt ist ebenso zentral. Danke. Ich sehe, wo die Frage herkommt. Vor kurzem nach den Angriffen in Sri Lanka gab es einen Artikel in der New York Times, wo es hieß, gut, dass Sri Lanka Facebook blockiert hat, denn das ist passiert, denn das beendet dann Hassrede und Gewalt und so weiter. Und ich sagte, wir haben seit 30 Jahren haben wir einen Bürgerkrieg und Menschen sterben und das haben wir geschafft, ganz ohne Facebook und das Internet. Es gibt zentrale politische Fragen, die gelöst werden müssen. Versöhnung und so weiter. Und das passiert offline. Aber das ist größer als das, was wir jetzt angehen können, Schritt für Schritt. Wir können jetzt beispielsweise an einen Bereich schauen, an das Internet. Wir können uns Plattformen anschauen, bestimmte Inhalte. Und das ist das Erste, wo wir ansetzen. Und andere Menschen gehen vielleicht andere Bereiche an. Ja. Viele unserer Gesellschaften haben gewisse Diskurse, die implizit vorurteilsbehaftet sind.
Und das sind, und es gibt große Probleme. Hier in solchen Foren haben wir auch solche Vorurteile. Wir denken, dass gute Politik in den Händen von guten Gesetzgebern alle Probleme lösen wird. Aber das stimmt nicht unbedingt, wenn Sie sich mal die Geschichte anschauen. Sie müssen da vielleicht etwas spieltheoretischer rangehen und nicht annehmen, dass jeder immer im besten Interesse aller anderen handelt. Die Rolle der Journalisten, der Presse, das ist sehr wichtig. Es ist auch sehr wichtig, Reporter zu schützen, die recherchieren zum Terrorismus und ihnen ein Forum zu geben. Es gab einen Fall in Kanada, in einem Medienoutlet. Dort wurde eine Recherche zum IS durchgeführt. Und es gab Beschwerden darüber, dass sie gezwungen werden sollten, ihre Quellen offenzulegen. Und so werden Reporter an ihrer Arbeit gehindert. Die Behörden nutzen natürlich auch dieses Narrativ des Terrorismus in sehr vielen Ländern. Natürlich haben Behörden ein Recht auf freie Meinungsäußerung, aber sie müssen auch sehr präzise sein in dem, was sie sagen. In Lateinamerika ist es zum Beispiel so, dass viele Präsidenten, Staatssekretäre in verschiedenen Ländern immer wieder sagen, okay, das hier, das ist eine Terrorist, diese Worte sind ein terroristischer Akt. Das stimmt aber nicht. Freie Meinungsäußerung. Und somit kann diese Kontrolle auch als Unterdrückungsinstrument genutzt werden. Ja, man kann darüber streiten, dass Plattformen reguliert werden sollten. Aber es muss immer verhältnismäßig sein. Die entsprechenden Gesetze, muss man sich immer fragen, sind sie verhältnismäßig und sind sie angemessen? Wir haben Gesetze gegen Hassrede, gegen Terrorismus. Wir legen erstmal eine breite Definition an und wir müssen aber aufpassen, dass freie Meinungsäußerung und freier Informationsfluss nicht beeinträchtigt werden. Vielen Dank. Danke für Ihre Fragen. Leider haben wir nicht noch mehr Zeit. Sie alle haben jetzt noch jeweils 30 Sekunden für abschließende Worte und bitte machen Sie daraus keine 2 Minuten. Wir müssen hier aus dem Saal raus. Also bitte, wir fangen drüben an. Politische Vorschläge. Ich denke, dieser Vorschlag zum Thema sicherer Hafen geht zu weit. Dann dieses ein System wie das, wo es um Urheberschaft geht und Löschung auf Grundlage von Urheberrechtsverletzungen, das ist ein durchaus sinnvoller Schritt. Und da können auch Inhalte eventuell, also wenn sie nicht illegal sind, wieder hochgeladen werden. Sie sind nicht weg für immer. Ich denke, jetzt haben Sie keine Zeit mehr. Noch eins noch. Also eine zwangsweise Löschung bringt das Problem mit sich, dass die Plattformen in ihrer Dominanz zementiert werden. Facebook hat 50.000 Menschen, die Daten checken. Jeder, der im Wettbewerb mit Facebook treten will, braucht erstmal die finanziellen Mittel, um überhaupt in dieser Größenordnung spielen zu können. Und das spricht auch gegen zwangsweise Löschung. Danke.
Bitte fassen Sie sich kurz. Wir sollten nicht nur über die Online-Welt sprechen, wir müssen auch über das echte Leben sprechen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Sichtweisen auszutauschen und auch Forschungsergebnisse. Wieso werden Menschen zu Extremisten? Was können wir tun, um das zu verhindern? Und welche Art repressiver Maßnahmen oder präventiver Maßnahmen gibt es? Es geht hier nicht nur um soziale Netzwerke. Natürlich haben sie eine wichtige Rolle und sie müssen verstehen, welche digitale Verantwortung sie tragen. Aber ich denke, wir sollten die Diskussion ausweiten und voneinander lernen. Danke. Es ist ein wirklich schwieriges Thema. Aus Unternehmenssicht kann ich sagen, dass wir unserer Verantwortung nachkommen müssen. Und wir müssen handeln. Und zwar schnell und flexibel in einem sich schnell verändernden Umfeld. Ich denke, das Wichtigste ist es, dass wir Sicherheit ganz, ganz groß schreiben und dass öffentliche Sicherheit das wichtigste Prinzip für uns ist. Nun, das Schwierige ist, dass ich eine Ressource erst einmal nennen muss, die sehr ganz nützlich ist. Dieses Podium zeigt ja ganz klar auf die Werkzeuge und Waffen im digitalen Zeitalter. Tools. Diese Tools, die wir haben, freier Informationsfluss zum Beispiel, Meinungsfreiheit, können eben auch als Waffen genutzt werden. Und ich habe schon darüber gesprochen, welche Rolle IGF spielen kann als Multi-Stakeholder-Forum. Deshalb ist der Aufruf von Christchurch wichtig. Und wir müssen aber ganz klar sein darüber, was wir versuchen eigentlich zu lösen und wer welche Verantwortung hat. Regierung, die Industrie und die Zivilgesellschaft. Ja, es gibt Technologien, die als Waffe genutzt werden sollen. Und wir erkennen unsere Verantwortung an als Unternehmen. Aber wenn wir nicht alle unserer Verantwortung nachkommen, dann werden wir all die negativen Effekte sehen, über die wir gesprochen haben. Eine globale Struktur wird fragmentiert. Das untergräbt das Versprechen der Technologie auf wirtschaftliche Entwicklung und Informationen. Und dann würde es auch tatsächlich für Schäden für die Öffentlichkeit führen. Das heißt, in dieser Diskussion müssen wir auch ganz, ganz klar sagen, welche Konflikte bestehen. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass das alles kompliziert ist. Es ist schwer. Es geht nicht nur um das Internet, es geht auch um die Rechte der Opfer. Es ist natürlich ganz einfach, hier zusammenzukommen und lange darüber zu sprechen, was wir alles nicht tun können. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, was wir tun können. Und das ist das Richtige. Ja, es wäre einfacher, das einfach den Unternehmen zu überlassen und zu sagen, sie sind schuld, aber wir wollen das Richtige tun. Lassen Sie uns das zusammentun. Ich werde sagen, was für Forschung brauchen wir? Das ist ein einfacher Weg raus. Wir brauchen mehr Forschung zu Sprachen und dann brauchen wir Forschung dazu, warum passieren diese Dinge online? Was sind die historischen Bedingungen, die das ermöglichen? Regierungen sollten außerdem es fördern, dass es gewisse digitale Kompetenzen gibt, so dass es quasi Ersthelfer geben kann in digitalen Notfällen. Und im Moment funktioniert das noch nicht. Da haben wir eine Lücke. Nur ganz kurz zwei Dinge. Manchmal ist das Recht uneindeutig und das führt dann manchmal zu konservativem Handeln auf Seiten von Unternehmen. Und das gilt besonders, wenn es um das Teilen von Daten mit Forschern und Forschungseinrichtungen geht. Wir würden manchmal gerne Daten teilen, aber wir haben oft das Gefühl, dass wir das nicht können. Aufgrund zum Beispiel von Regeln wie der Datenschutzgrundverordnung, weil wir sonst vielleicht bestraft werden.
gar nicht, weil sicher ist, dass die Richtlinie verboten wurde, sondern weil wir uns einfach nicht sicher sind. Dann noch ein Punkt. Bei unseren gemeinsamen Bemühungen ist eins wichtig. Wir sind hier zusammengekommen, um dieses Problem zu besprechen, weil wir das IGF für bedeutsam halten, weil hier viele wichtige Menschen vertreten sind, die Einfluss haben. Und daher denken wir, dass dieses Thema ganz weiterhin prominent beim IGF verhandelt werden sollte. Es ist eine Herausforderung, terroristische Inhalte erst einmal zu definieren. Was ist ein terroristischer Inhalt? Eins der Themen, das wir ansprechen müssen, ist aber folgende Frage. Wie sieht Erfolg aus in diesem Bereich? Wir haben über Rollen und Verantwortung gesprochen. Aber ich glaube, die relevanten Fragen sind, glauben wir, wir wollen ein Internet haben, wo es keine zweifelhaften Inhalte gibt und das definiert dann eine Regierung? Oder wollen wir Nutzer, die in der Lage sind, zu differenzieren und mit möglicherweise zweifelhaften Inhalten umzugehen? Ich glaube, dass eine Löschung oft nicht vereinbar ist mit unserem Glauben an fundamentale, grundlegende Freiheiten. Und daher müssen wir eine Balance finden zwischen guter Sicherheit und dem Respekt der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit. Es ist ein schwieriges Gleichgewicht. Ich denke, dass Regierungen gerade Entscheidungen treffen, alleine oder gemeinsam, und diese können einen großen Einfluss haben auf die Zukunft des Internets, wie wir es kennen. Wir unterstützen die produktive Rolle, die das IGF spielt. Hier werden Stakeholder zusammengebracht, um diese Themen zu diskutieren, und wir hoffen, dass das IGF in Polen im nächsten Jahr dieses Thema auch wieder auf die Agenda setzen wird, vielleicht sogar im Bereich anderer problematischer Inhalte. Ich glaube, dass Zensur nicht unbedingt die beste Reaktion ist. Wir müssen ganz klar sein in unserer Definition von Dingen, die unter die Meinungsfreiheit fallen und Dingen, die nicht unter die Meinungsfreiheit fallen. Und das ist ein schmaler Grat wirklich. Aber davon hängt ab, was wir löschen, was wir verbieten. Ich stimme auch zu, dass wir nicht all die Verantwortung den Plattformen überlassen können. Die verschiedenen Akteure müssen zusammenarbeiten in einem Multi-Stakeholder-Ansatz und ein Gegennarrativ entwickeln. Und dieses Narrativ kann dann von vielen Regierungen genutzt werden, aber wir müssen sicherstellen, dass es nicht genutzt wird, um zum Beispiel Dissidenten widersprüchliche Meinung zu unterdrücken. Vielen Dank an Sie alle. Ich denke, dass diese Diskussion zeigt, dass es doch deutlich wichtige, unterschiedliche Sichtweisen gibt. Dieses Forum, ein Forum wie das IGF, bringt unterschiedliche Stakeholdergruppen zusammen und das ist sehr hilfreich. Vielleicht können wir uns nicht global einigen, aber wir können zumindest lernen und erfahren, was andere tun und dann vielleicht den Dialogfaden in der Hand behalten und unsere eigene Politik verfeinern. Vielen Dank. Danke, dass Sie auf dem Podium waren. Danke an das Publikum, dass Sie alle da waren. Und wir freuen uns auf weitere Gespräche. Dankeschön.